liebe Gäste aus nah und fern, ich begrüße Sie herzlichst zur TV-Musikbox beim SV Südwest. Ja, die erste Frage habe ich gleich. Seid ihr nur gut drauf? Ja, das war zu leise, das war zu leise. Seid ihr nur gut drauf? Okay, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Harry, werde auch Anton genannt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös heute, denn ich mache das heute zum ersten Mal. Ja. Und ich denke, der vor mir drum und um sitzt, der Friedl, der hat das so eingefädelt. Nicht? Aber ich habe gesagt, ich mache das gerne, denn ich bin ja hier in der Nähe zu Hause. Und wir möchten gleich beginnen mit dem zweiten Teil. Und ich begrüße nun einen Mann, den Oliver Bernd. Er ist ein Geheimtyp eigentlich. Oliver, komm zu mir. Er ist ein Geheimtyp in der Schlagerszene. Mit dir für immer landet er gleich mehrere Top 10, Top 10, Top 10, ja. Fescher Bursch, oder? Also Applaus einmal für den Oliver. Und mit seinem neuen Song Sternenflieger stürmt der sympathische Attentürmer. Ist das richtig? Attendorner im Sauerland. Im Sauerland, ja mein Gott, das ist aber sauer, nicht? Mit diesem Titel stürmt er die Charts. Ich wünsche nun viel Vergnügen mit Oliver Bernd. Hilflos und dumm, so stand ich da. War unser Glück auf Sand gebaut? Warum war ich denn plötzlich out? Ein böses Wort, ein dummer Streit. Und da war so viel Bitterkeit. Es kam kein Wort, kein Brief von dir. Und ich starrte nur auf die Tür. Ich glaubte fest an uns beide ganz und gar. Warum war denn alles auf einmal nicht mehr wahr? Mit dir für immer, für ewig und für alle Zeit. Das hab ich damals geschworen und ich hab es wirklich nie bereut. Ist es auch manchmal ganz schön schwer. Ich geb dich niemals wieder her. Mit dir für immer, für ewig und für alle Zeit. Jetzt stehst du hier mit sanftem Blick. Deine Augen sagen, komm zurück. Du fragst, haben wir uns verloren? Oder schaffen wir's nochmal von vorn? Vielleicht fängt alles, alles nochmal an. Ich glaub noch immer fest daran. Mit dir für immer, für ewig und für alle Zeit. Das hab ich damals geschworen. Und ich hab es wirklich nie bereut. Ist es auch manchmal ganz schön schwer. Ich geb dich niemals wieder her. Mit dir für immer, für ewig und für alle Zeit. Mit dir für immer, für ewig und für alle Zeit. Das hab ich damals geschworen und ich hab es wirklich nie bereut. Ist es auch manchmal ganz schön schwer. Ich geb dich niemals wieder her. Mit dir für
doch nach so langer Zeit verliere ich mich in Träumerei. Du schenkst mir das Gefühl, frei zu sein, auch wenn man liebt. Du bist die Ebbe, ich die Flut, tust mir unendlich gut. Würdest du jetzt gehen, blieb die Erde stehen. Wir sind Sternenflieger, Kurs Unendlichkeit. Wir sind Sternenflieger, vergessen einfach die Zeit. Halt dich an meinen Flügeln fest, wir sind unendlich frei. Wir sind Sternenflieger, wir zwei. Auch nach so langer Zeit ist unsere Liebe nicht Vergangenheit. In mir lebt das Gefühl, du bist alles, was ich will. Du bist die Ebbe, ich die Flut, tust mir unendlich gut. Würdest du jetzt gehen, blieb die Erde stehen. Wir sind Sternenflieger, Kurs Unendlichkeit. Wir sind Sternenflieger, vergessen einfach die Zeit. Halt dich an meinen Flügeln fest, wir sind unendlich frei. Wir sind Sternenflieger, wir zwei. Wir sind Sternenflieger, Kurs Unendlichkeit. Wir sind Sternenflieger, vergessen einfach die Zeit. Halt dich an meinen Flügeln fest, wir sind unendlich frei. Wir sind Sternenflieger, wir zwei. Ein Sternenflieger. Für Sie war das der Oliver Bernd. Wunderbare Melodien. Und jetzt kommt eine entzückende Dame zu Ihnen, zu euch. Und ich hoffe, ihr gebt ihr einen Riesenapplaus. Denn sie kommt nämlich aus Holland, hat sie gesagt, darf ich nicht sagen. Sie kommt aus den Niederlanden. Und zwar, sie heißt Sandra. Der Applaus kann jetzt schon beginnen, ja. Die Sandra komponiert alle ihre Songs selbst. Und getextet sind diese Songs von der Erika Hagler. Und der erste Song heißt Ein echter Womanizer. Wissen Sie, was das ist? Das ist ganz was Geiles, ne? Schauen wir mal. Hier ist sie, die Sandra. Und der zweite Titel, Irgendwann, ja doch, vielleicht. Viel Vergnügen mit Sandra aus den Niederlanden. Bye.
gestochen scharfe Bilder, wie ich sie vor mir sah. Hemmungslose Leidenschaft in einer Nacht, die niemals war. Ich bin noch immer aufgewühlt, wie zärtlich du zu mir sein kannst. Nur noch eines, was mich wirklich stört, dass du von alledem nichts sagst. Irgendwann, wenn es sein soll, werden meine Träume wahr. Und wenn ich morgens dann erwache, hoffe ich, du bist dann da. Unerfüllt und unerreicht. Ja, irgendwann, ja, doch vielleicht, weil mir ein Traum allein nicht reicht. Ja, irgendwann, irgendwann, ja, irgendwann, ja, doch vielleicht. Wenn die Sehnsucht bloß marschiert, ja, dann gibt es keine Schranken, weil das Verlangen inspiriert all die Wünsche und Gedanken. Und wenn abends der Horizont ganz rot in Flammen steht, weiß ich, dass mein Traum irgendwann in Erfüllung geht. Irgendwann, wenn es sein soll, werden meine Träume wahr. Und wenn ich morgens dann erwache, hoffe ich, du bist dann da. Unerfüllt und unerreicht. Ja, irgendwann, ja, doch vielleicht, weil mir ein Traum allein nicht reicht. Ja, irgendwann, irgendwann, ja, irgendwann, ja, doch vielleicht. Die Welt hört sich nicht auf zu drehen, die Zeit steht niemals still. Und irgendwann werde ich dir sagen, dass du der bist, den ich will. Irgendwann, wenn es sein soll, werden meine Träume wahr. Und wenn ich morgens dann erwache, hoffe ich, du bist dann da. Unerfüllt und unerreicht. Ja, irgendwann, ja, doch vielleicht, weil mir ein Traum allein nicht reicht. Ja, irgendwann, irgendwann, ja, irgendwann, ja, doch vielleicht. Irgendwann, wenn es sein soll, werden meine Träume wahr. Und wenn ich morgens dann erwache. Irgendwann, ja, doch vielleicht. Sie kommt ganz bestimmt wieder, oder? Aus den schönen Niederlanden. Wie bist du hergekommen hier überhaupt? Jetzt schauen wir ein bisschen zum Publikum. Ganz normal mit dem Auto, selber gefahren. Selber gefahren, wie viele Kilometer? 312 Kilometer, hat das Navi gesagt. 312 Kilometer. Für Sie, Sandra. So, liebe Freunde, und jetzt möchte ich euch an... ich hoffe, es versteht mich jeder, gell? Ich muss nicht Schriftdeutsch reden, oder? Ich kann so reden, wie man der Schnabel gewachsen ist, oder? Schau, er liegt da vor mir mit seinem Hund. Und es ist schön. Der nächste Künstler, den ich ankündigen darf, der hat schon sehr viel Erfahrung auf der Bühne. Er ist ungefähr, ja, vielleicht ist er meine Generation. Also nicht alt und nicht jung, so mittendrin. Und er heißt ganz einfach Dieter Dornig. Singen, das ist sein Leben. Und er liebt auch Tiere. Und er kommt aus einer musikalischen Familie. Das ist nicht so einfach immer. Der Vater hat Piano gespielt, also er ist Pianist. Und die Mutter Mandoline. Und den ersten Titel, den er heute für euch, für mich und für sie singt, sie liebt ihn noch. Der zweite Titel, dich zu finden, war mein allergrößtes Glück. Das hat er mir gesagt, dass er mich gefunden hat. Ne? Ja, er hat gesagt, es ist schön, dass wir uns gefunden haben wieder. Und deshalb dieses Lied. Und der dritte Titel,
Er ist momentan in der Hitparade und der Titel heißt Wie eine Königin in der Nacht. Für Sie, Dieter Donig. Dich zu binden mit einem Ring, der Ehe.
plötzlich weiß mein Herz, was es will. Träume voller Zärtlichkeit sind jetzt endlich Wirklichkeit. Ich liebe dich, sagt man so leicht, doch du hast mein Herz befreit, das so lang verschlossen war. Nun bist du da. Dich zu finden war mein allergrößtes Glück. Die Jahre ohne dich waren leer für mich. Dich zu binden mit einem Ring der Ewigkeit, das wäre mein schönster Traum, der nie mehr vergeht. Dich zu finden war mein allergrößtes Glück. Die Jahre ohne dich waren so leer für mich. Dich zu binden mit einem Ring der Ewigkeit, das wäre ein Wunschtraum, der nie mehr vergeht. Dich zu binden mit einem Ring der Ewigkeit, das wäre mein schönster Traum, der nie mehr vergeht. Das wäre mein schönster Traum. Alles nur getan.
Dieter Donig. Sehr gut, Dieter. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, oder? Ja, was, jetzt habe ich ein Problem. Was darf ich jetzt zu dir sagen? Harry oder bist du der Anton? Du kannst alles zu mir sagen. Ja. Ich weiß nur, dass wir uns schon irgendwo einmal gesehen haben. Ich glaube sogar hier. Habe ich auch einen Ton? Nein, hab keinen Ton. Wir haben uns hier schon mal gesehen, aber ich fand das ja unheimlich interessant von ihm, seine Philosophie über das Alter. Er ist ja, wie alt bin ich eigentlich? So alt wie du oder vielleicht auch nicht, oder? So, er könnte meine Generation sein, hat er gesagt, ja, vielleicht stimmt das. Er ließ mich eigentlich gar nicht zu Wort kommen, ich wollte ihn eigentlich jedes Lied ein bisschen erklären, zum Beispiel das zweite, dich zu finden, war mein allergrößtes Glück. Weißt du, du hast ja recht, ich habe dich gefunden und habe mich auch darüber gefreut, aber es sind so viele schöne Damen hier heute Abend in Ludwigshafen. Einen Applaus haben sie verdient. Ja, und das Schöne, meine Damen, ist doch, dass Sie alle einen Herrn an Ihrer Seite haben, der nämlich bestimmt das Gleiche wie ich ausgedrückt hat in dem Lied, der ganz, ganz froh ist und zu Ihnen vielleicht zu jedem Geburtstag, zu jedem Hochzeitstag, den er vielleicht vergessen hat oder auch nicht, also ich vergesse die meisten, wird er aufstehen und sagen, dich zu finden war mein allergrößtes Glück. Ja, und Sie zu finden für mich, und deshalb verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wiederschau. Ja, Dieter. So, liebe Freunde, und jetzt, das ist eine Gang, ja, eine Gang ist das, und zwar die Nächsten hier auf der Bühne, Uli heißt der eine, die anderen möchte ich gar nicht wissen, denn eines muss ich sagen, sie sind sympathisch, verrückt, und ein bisschen beklopft, sagt man bei uns. Aber eines noch, sie sind einzigartig. Ja? Das sieht man schon, dass sie einzigartig sind. Oh, Frau Merkel. Tja, und der Uli, so ein richtiger Truckerfahrer, oder? Ja, ich war auch mal Truckerfahrer, aber wir sind ja eigentlich alles Bauern. Truckerfahrer ist das? Ja, bei uns sagt man Traktor. Ah, bei uns sagt man Träger, und das hinter mir sind alles richtig echte Bauern von unserem Dorf, und wir machen zusammen Bauernpop-Music. Ja, und die heißen aber die Gammligen, ne? Ja, die sind ein bisschen gammelig, meine Jungs da hinten, ne? Ja, da ist ein Mädel auch dabei. Wie heißt du? Ja, Palina, ich war vorhin schon. Die Palina, sie war vorher schon da? Habe ich gar nicht gesehen, ist mir nicht aufgefallen. Ja, ist ja klar, bei die Gammligen. Ah, und sie haben natürlich den ersten Titel, den sie mitbringen. Ich nenne mein Ferkel Frau Merkel. Ja, ich weiß nicht. Hören wir sich das dann einmal an. Ne? Und der zweite Titel heißt Schwiegermutter. Und das sind für euch Ulis Gang. Ich nenne mein Ferkel Frau Merkel. Kanzlerin
Wenn du mal ganz unten bist und das Leben fällt dir schwer, wenn dein Glück sich feig verdrückt und das Pech sich nach dir bückt, dann kommt meistens auch noch mehr. Siehst du die Wolken dort am fernen Horizont? Helle Blitze schlagen nieder und du spürst es einfach wieder, deine Schwiegermutter kommt. Hölle, 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 die Schwiegermutter kommt. Hölle, 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 wenn sie in die Einfahrt bombt, dann laufen alle um ihr Leben, jeder rettet sich, wer kann. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Hölle, 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 die Schwiegermutter naht. Hölle, 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 sie ist wieder mal in Fahrt. Vor ihr gibt es kein Entkommen, heute sind wir alle dran. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Schatz, lieber Schatz, was hast du mir angetan? Warum rufst du bei ihr an und lädst sie ein? Ich sage mir, ich war nie so fies zu dir. Mensch, was will sie wieder hier? Das ist gemein. Hölle, 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 die Schwiegermutter kommt. Hölle, 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 wenn sie in die Einfahrt bombt, dann laufen alle um ihr Leben. Jeder rettet sich, wer kann. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Hölle, 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 die Schwiegermutter naht. Hölle, 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 sie ist wieder mal in Fahrt. Vor ihr gibt es kein Entkommen, heute sind wir alle dran. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Schwiegermutter kommt. Hölle, 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 wenn sie in die Einfahrt bombt, dann laufen alle um ihr Leben. Jeder rettet sich, wer kann. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Hölle, 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 die Schwiegermutter naht. Hölle, 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 sie ist wieder mal in Fahrt. Vor ihr gibt es keinen Kommen, heute sind wir alle dran. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Hölle, 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 die Schwiegermutter kommt. Hölle, 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 wenn sie in die Einfahrt bombt, dann laufen alle um ihr Leben. Jeder rettet sich, wer kann. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Hölle, 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 die Schwiegermutter naht. Hölle, 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 sie ist wieder mal in Fahrt. Vor ihr gibt es kein Entkommen, heute sind wir alle dran. Die Schwiegermutter ist schon auf der Autobahn. Uli's Gang. Fantastisch, habe ich gesagt. Nicht verrückt, aber einzigartig. Sie haben einen neuen Sound erfunden eigentlich, ne? Und der was? Was? Neuer Song? Neuer Sound? Neuer Sound? Ja, ja, Bauernpop halt, ne? Bauernpop, das war natürlich grandios. Noch einen Riesenapplaus für Uli's Gang. So, ja, auch lustig, ne? Ich find's okay. Man kann heute alles auf die Bühne bringen, man kann alles singen, über wen man singt. Fragezeichen. Ja, ich singe auch über Anton, ne? Und der nächste Gast bei uns ist Frank Schwenkler. Und er kommt aus Gelsenkirchen mit seiner neuen Single Fernes Land und sein zweiter Song Wieder frei stammt aus der Feder von Jean-Pierre Valence. Und dieser Mann schrieb auch Hits für Jürgen Drees, Andreas Martin und Wolfgang Petri. Für Sie, Frank Schwenkler. Großer Applaus. Oh, 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 oh.
Tag und Nacht wartet darauf, dass er kommt, wie er es einst versprach. Und in dem alten Baum, in dem fernen Land, ist der Schwur zu sehen, der beide einst verband. Doch heute Nacht, da wird kein Wunder mehr geschehen. Unsere Sterne werden wieder untergehen. Es verblasst der Zauber, der uns verband. Unsere Liebe, die ist ausgebrannt. Es wird kein Wunder mehr geschehen in keinem fernen Land. Ganz allein in der Taverne nah am Strand, würde gerne bei ihr sein. Seine Nächte, die sind lang, wenn er von ihr träumt und von dem fernen Land und was er so versäumt. Und irgendwann, da wird ein Wunder noch geschehen. Unsere Sterne werden nicht mehr untergehen. Denn der Zauber, der uns mal verband, wird dann endlich wieder neu entflammt. Es wird ein Wunder doch geschehen in einem fernen Land. Ich hab keinen Bock mehr, so
wieder frei. Ich bin wieder frei für ein neues Leben. Ich schau nach vorn und such mein Glück. Ich bin wieder frei, um neu zu lieben. Ich bin wieder frei für neues Glück. Ich bin wieder frei für ein neues Leben. Ich schau nach vorn und such mein Glück. Ich bin wieder frei, so frei. Ich bin wieder frei, so frei. Ich hab keinen Bock mehr so zu leben. Ich schau nach vorn und nicht mehr zurück. Ich bin wieder frei. Er ist wieder frei. Jetzt möchte ich aber genau wissen, bist du wirklich noch frei? Jetzt ist es zu spät. Ist zu spät, okay. Zwei schöne Lieder hast du mitgebracht. Danke vielmals. Frank Schwenkler. So, und jetzt habe ich eine Riesenüberraschung für euch. Eine Riesenüberraschung, das mit Riese fängt schon an. Mit Riese fängt schon an. Und zwar eine Blondie. Jetzt kommt eine Blondie zu euch. Ja. Und sie hat, oder ich hoffe, ich verlese mich da nicht, als DJ hat er angefangen. Seit 14 Jahren ist er als Sänger, Moderator, Entertainer unterwegs. Seine neueste Single, Über den Wolken. Und jetzt möchte ich sie überraschen mit dieser Blondine. Für sie DJ Blondie. Dankeschön. Mann, Riesenapplaus für unseren Moderator heute Abend. Aus Tirol, der Anton. Okay. Die Hände. Yeah. Das sieht super aus. Yeah.
Dankeschön! Oh, es war ein Überraschungsbesuch heute. Ich möchte mich bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Und meine Güte, wenn man so alt ist, gell? Kommt man mal, ich meine jetzt mich, Kelle! Kommt man ins Schwitze, wenn man hier als hoch und runter hüpft. Ein lieber Freund kommt jetzt nach mir. Und wir haben beim Jürgen auf Mallorca zum Opening eine Polonaise gemacht. Das gibt es nicht oft auf Mallorca. Im Kultbistro König von Mallorca hat er sein Schiffchen exklusiv vorgestellt. Und in Deutschland stellt er es heute für euch vor. Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus, Ladies and Gentlemen, the proudly present tonight, Louis Berger! Hallo Freunde, Servus! Als kleiner Burger lang ist her, wollte ich schon immer hin. Zum kleinen Teich dort übern Zaun, zur schönen Nachbarin. Bereits in meiner Fantasie ging ich auf große Fahrt. Wenn sie dort im Bikini lag, hab ich ganz leise gesagt, Schiffchen fahren in deinem kleinen Teich. Für mich wär das auf Erden hier bereits das Himmelreich. Und immer dann, wenn's dir gefällt, lass ich den Anker fallen. Dann spielen wir Piratenbraut, ich glaub, das wird dir gefallen. Wird dir gefallen. Neulich lag sie wieder dort, da fasst ich mir am Mut. Stieg über'n Zaun, ging zu ihr hin, hab grad, was sie so tut. Sie lacht mich an und sagt zu mir, leg die ein bisserl her. Ich kenn das Lied und sing's mit dir, der Text ist ja nicht schwer. Mit dir möchte ich gern Schiffchen fahren, in deinem kleinen Teich. Für mich wär das auf Erden hier bereits das Himmelreich. Und immer dann, wenn's dir gefällt, lass ich den Anker fallen. Dann spielen wir Piratenbraut, ich glaub, das wird dir gefallen. Dann spielen wir Piratenbraut, ich glaub, das wird dir gefallen. Mit dir möchte ich gern Schiffchen fahren, in deinem kleinen Teich. Für mich wär das auf Erden hier bereits das Himmelreich. Und immer dann, wenn's dir gefällt, lass ich den Anker fallen. Dann spielen wir Piratenbraut, ich glaub, das wird dir gefallen. Dann spielen wir Piratenbraut, ich glaub, das wird dir gefallen. Ich glaub, das wird dir gefallen. Ich glaub, das wird dir gefallen. Dankeschön! Ihr seid super, super, super toll! Also noch einmal einen Riesenapplaus für die zwei, Blondie und Luis. So, liebe Freunde, liebe Gäste, wir kommen nun zum letzten Gast des heutigen Abends, sage ich mal. Sein Name ist ganz einfach, er heißt Andi und er hat den Sommer mitgebracht. Ja, ja, wir haben ja schon Sommer. Der nächste
Er kommt aus Hessen. Er ist seit über 40 Jahren, steht auf der Bühne, hat schon damals Schallplatten aufgenommen, da hat es noch gar keine CD gegeben. Das hat er alles schon gemacht. Er hat eigene Studios. Ja, und ich denke gern an damals. Das ist sein Lied. Und ich hoffe, Sie empfangen ihn jetzt mit einem Riesenapplaus, denn ich denke schon, dass das ein herrliches Lied sein wird. Ich denke gern an damals. Andy Sommer. Seh ich stundenlang alte Fotos an, alte Fotos an. Hab so manche schon erlebt und denk gerne dran, und denk gerne dran. So manche schöne Maid hatt ich in jener Zeit. Wir waren jung und so frei. Ich denk gern an das. Wild war die Zeit, die Nacht wird zum Tage und kein Fest war uns zu weit. Denk ich an mein Gestern, dann freue ich mich. Doch heute geht's mir noch besser, denn heute hab ich ja dich. Wenn ich alte Freunde seh, kommt die Zeit zurück, kommt die Zeit zurück. Und ich träume mich dorthin, in mein Jugendglück, in mein Jugendglück. So manches graue Haar, das damals noch nicht war, sagt mir genieß dein Leben. Ich denk gern an damals, wild war die Zeit. Die Nacht wird zum Tage und kein Fest war uns zu weit. Denk ich an mein Gestern, dann freue ich mich. Doch heute geht's mir noch besser, denn heute hab ich ja dich. Ich denk gern an damals, wild war die Zeit. Die Nacht wird zum Tage und kein Fest war uns zu weit. Denk ich an mein Gestern, dann freue ich mich. Doch heut geht's mir noch besser, denn heut hab ich ja dich. Denn heute hab ich ja dich.